Stadtmarketing ist das Stichwort, das vor nicht allzu langer Zeit durch die Magdeburger Medien geisterte. Ein wenig ist es wieder still geworden um dieses Thema. Zu still, dachte sich ein in den sozialen Netzwerken sehr aktiver Magdeburger. Er stellte etwas auf die Beine, was durchaus als Anregung für andere dienen könnte. Stadtmarketing einmal anders. Stadtmarketing soll ja Gäste in die Stadt locken. Genau das hatte Thorsten Maue vor, als er sein Vorhaben begann, in die Tat umzusetzen und zu planen. Gar nicht so einfach, wie sich herausstellte, wenn man das ganz privat organisiert. Da ich ja Magdeburg auch selber sehr mag und ich sehr viele Leute halt aus den sozialen Medien kenne und von vielen halt wusste, dass ich noch nie in Magdeburg war, habe ich halt gedacht, okay, ich mache halt mal eine Veranstaltung, ich frage mal ein paar Leute, ob sie Interesse haben. Habe auf Facebook und in meinem privaten Blog einen Beitrag geschrieben, habe gesagt, hier, ich würde gerne mal ein paar Leuten die Stadt zeigen, wer hat Interesse. Da meldeten sich dann so circa 10 Leute aus meinem direkten Umfeld. Nicht alle konnten jetzt dieses Wochenende kommen, wegen Zeit und so, Urlaub nehmen und so weiter. Ist ja immer das Problem, das dann alle unter einen Hut zu bekommen. Und wir hatten dann im März hatten wir dann den genauen Termin festgelegt und letztendlich waren dann die 5 Leute, die Sarah, die Susanne, der Markus, der Hubert und der Andreas, haben sich dann auf den Weg gemacht, auf den teilweise sehr weiten Weg und sind nach Magdeburg gekommen und haben sich Magdeburg angeschaut. Ich bin Susanne aus Konstanz. Also ich bin das erste Mal in Magdeburg und ich war sehr überrascht. Also ich habe mich vorher gar nicht informiert. Ich habe gedacht, ich lasse mich mal überraschen. Und das Erste, was mir hier aufgefallen ist, dass ich gedacht habe, sieht hier irgendwie aus wie in Paris. Also mir gefällt es, dass die Stadt offen ist, dass halt relativ viel Freiräume sind, dass die Häuser nicht so hoch sind. Also das hat mir einfach auf Anhieb gut gefallen. Natürlich das Grün ist auch klar. Was mir nicht gefällt, was allerdings zunehmend in vielen Städten so ist, ist das Straßenpflaster. Also hier zu laufen, dermaßen uneben und hakelig. Also das finde ich furchtbar. Ja, historischer Anstrich, das kennen wir in Konstanz auch. Das ist dasselbe Problem. Aber man kommt mit nichts, weder mit Rollator noch mit Koffern und Rollkoffern natürlich sowieso nicht durch. Also da sollte man sich echt mal Gedanken machen, ob das noch wirklich zeitgemäß ist. Also auf jeden Fall der Dom, das ist ganz klar, Festungsmauer, eigentlich generell was so als historische Merkmale hier gegeben ist, unbedingt klar. Ja, hallo, ich bin Sarah aus Saloe, aus dem Saarland. Ich bin auch zum ersten Mal hier in Magdeburg und ich hatte gar keine Ahnung, wie es hier aussieht. Also für mich war, ja, ich wusste, Magdeburg ist eine Stadt im Osten, das war alles, was ich drüber wusste. Mir gefällt es aber sehr gut hier. Also die Architektur gefällt mir gut, die Sauberkeit der Stadt. Und ich hätte es echt nicht so schön vorgestellt, dass es wirklich hier so schön ist. Und ich habe auch nicht wirklich Kritik hier. Also mir hat echt hier gut gefallen vom ganzen Flair hier. Und daher komme ich gerne mal wieder. Ja, deshalb, ich hatte gar keine Ahnung, wie es hier aussieht und gar kein Bild. Aber es ist echt schön hier, also gefällt mir. Das war mehr oder weniger ein Zufall, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich aufgrund dieser Barcamps, zu denen ich mal hinfahre, viele sind auch im Süden und dadurch lernt man dadurch auch mehr Leute von dort kennen. Ja? Aber es war ansonsten ein Zufall. Ich hatte auch noch jemanden aus Braunschweig, die Interesse hatte. Ja? Also, und auch noch jemanden aus Berlin. Aber es war letztendlich dann doch ein Zufall, dass wirklich alle diesen ganz weiten Weg hatten. Ja, also das erste Problem, was ich hatte, war natürlich, ich musste einen Plan, ich wollte den Leuten möglichst viel zeigen und ich wollte ihnen natürlich auch Sachen zeigen, die nicht unbedingt, sage ich mal, im normalen Besuchsprogramm der, sage ich mal, Tagesfahrten und sonstigen Urlaub stehen. Ja, also deswegen hatte ich mich zum Beispiel auch entschlossen, das Steinzeitdorf in Randau zu zeigen. Und das waren eigentlich alle von begeistert. Wir haben auch durch Stadtfeld Ost einen Rundgang gemacht. Und da wurde mir auch gestern wieder vom Stadtführer gesagt, die würden das zwar auch gerne mit dem Bus machen dürfen, aber nicht durch die Goethestraße aufgrund der Höhe. Ja, solche Sachen konnte ich dann halt alle mit zeigen. Ja, das war die eine Geschichte. Und es war wirklich, also als man dann umging, den Plan zusammenzustellen, was man wo macht. Ja, als ich dann endlich das erste Mal fertig war, stellte ich fest, ich hatte den Dom vergessen. Dann dachte ich, okay, das geht natürlich nicht. Dann haben wir den ganzen Plan nochmal umgeschmissen. Ich musste ihn letztendlich 3-mal neu machen, ehe ich ihn dann auch freigeben konnte, weil immer irgendwas dazwischen kam. Ja, ich bin der Hubert aus Stuttgart. Bin wie alle anderen hier eben auch das erste Mal da. Besonders gut gefallen hat mir die Stadttour mit Willi Willmann gestern, der aus 2 Stunden mal locker 3 Stunden gemacht hat.
und uns nochmal ganz kurz noch den Dom zeigen wollte zum Ende hin und irgendwie waren wir da noch eine ganze Weile drin. Was man auf jeden Fall sehen muss, was du gerade noch gefragt hattest, fand ich das Jahrtausendhaus, Turm, Haus, Turm, wie auch immer, sehr schön. Die Wodka-Auswahl in Kokosbar, unglaublich genial. Essen, naja, könnte man besser machen, aber es gibt ja noch genügend Auswahl, wo wir ausprobieren können das nächste Mal. Und Thorsten ist ja schon wieder am Plan für das nächste Jahr. Was für mich auch noch ein kleines Problem darstellte, wir hatten eine Person dabei, die nur vegetarisch ist. Und da musste ich als Nicht-Vegetarier, als normaler Fleischesser, erstmal gucken, in welchen Restaurants bekommt man eigentlich auch vegetarische Hauptgerichte. Und da sind auch einige weggefallen oder einige, die wirklich nur ein Gericht hatten, wo ich gesagt hatte, nee, dieses Frissvogel oder Stirb wollte ich natürlich nicht bieten, sondern man schaut dann auch, wo es wenigstens 3-4 verschiedene vegetarische Hauptgerichte auch gibt, dass die Person dann auch eine Auswahl hatte. Ja, hat aber auch letztendlich überall gut geklappt. Dann war es natürlich so, die Leute haben alles selbst bezahlt, bis auf die MVB-Karten, die habe ich gesponsert und wir hatten dann noch, freundlicherweise hatte uns Magdeburg-Tourist die Stadtführung gesponsert und der MDR hatte uns dann noch ins Landesfunkhaus eingeladen und da gab es dann auch noch Kaffee, konnten wir uns auch noch ein bisschen stärken. Ja, da möchte ich mich auch nochmal bedanken bei den Kollegen dort und auch beim Kollegen vom Magdeburg-Tourist, die sofort gesagt haben, ja, hey, wir spendieren euch eine Stadtführung oder wollt ihr lieber mit dem Bus fahren? Wir haben uns dann für eine individuelle Stadtführung entschieden, also auch nicht mit anderen zusammen, sondern ja, das war ganz schön und das hat uns auch viel gebracht. Ich bin der Andreas, ich komme aus Saarbrücken, also auch aus dem Saarland und ich war hier natürlich auf Einladung vom Thorsten, den wir aus den Social Media kennen. Das fing vor einem halben Jahr ungefähr an und irgendwann ging es dann konkreter in die Planungen rein. Und der Thorsten hat uns schon gleich überrascht mit der Akribie, mit der er das gemacht hat, mit der er seine Stadt vorstellen wollte. Das wurde immer ausgefeilter, immer besser und natürlich hat das uns auch animiert, uns ein bisschen vorzubereiten, mal die Stadt kennenzulernen, von der man vorher gar nichts gehört hat. Ich hatte Magdeburg immer wieder mal in Fernsehnachrichten gesehen, jetzt letztens natürlich im Zusammenhang mit dem Elbe-Hochwasser, ansonsten durch Wahlen, die ab und zu stattfanden und auch im Rahmen der Wiedervereinigung, wobei auch Sachsen-Anhalt als Bundesland nicht unbedingt so im Vordergrund stand bisher in der Berichterstattung. Es ist eher ein kleines, unbekanntes Bundesland. Nachdem man vorher abgeschreckt war durch den Besuch von Halle, wurde es natürlich immer schöner. Und die Einfahrt in die Stadt war wunderbar schon mal. Der erste Eindruck, man hat die Elbe gesehen, man hat den Dom erstmal erblickt als Anhaltspunkt, wo man denn hin muss. Und der Thorsten hat uns natürlich dann auch wunderbar durch die ganze Stadt geführt. Ein enger Besuchsplan war gegeben und wir haben eine große Vielfalt erlebt. Was mich natürlich besonders überrascht hat, war, nachdem ich auch gehört habe, dass ein großer Teil von Magdeburg zerstört war im Krieg, wie viel hier neu aufgebaut wurde. Und ich muss sagen, ich würde ganz gerne wiederkommen und Magdeburg nochmal erleben, denn es hat sehr viel zu bieten. Ja, ich bin der Markus aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Ich bin auch zum ersten Mal hier, überhaupt auch jetzt der Osten generell war ich jetzt noch nicht so wirklich. Also Magdeburg ist quasi auch meine erste größere Tour im Osten so überhaupt, jetzt mal abgesehen von Berlin. Und ja, bin auch sehr positiv überrascht, also auch von allem, also was jetzt hier auch aufgezählt wird, Dom, Elbauenpark und auch hier die Stadt generell, 100 Wasserhaus, die Elbe, also hat mir eigentlich alles sehr gut gefallen. Und ja, also man sieht hier, dass einiges entstanden ist an Neubauten. Allerdings sieht man, cool ist. Also es sind auch schon ein paar Ecken, wo man denkt, okay, da hat doch noch das Geld gefehlt. Also es ist eine Stadt, die noch in der Entwicklung ist, so ein bisschen auch. Also es gibt ja auch hier einige Sachen, die noch leer stehen oder noch quasi Nutzung suchen. Ja, es ist spannend, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt auch. Also ob man das schafft, auch quasi die blühende Landschaft Realität werden zu lassen. Aber ja, wir haben jetzt hier, wie gesagt, zwei spannende Tage gehabt und ich bin mir sicher, in Magdeburg gibt es auch noch mehr zu sehen. Also diese Tour kann man sicherlich nochmal machen und dann immer noch andere Sachen sehen, die wir jetzt, die letzten zwei noch nicht gesehen haben. Und ja, hat mich auf jeden Fall insgesamt positiv überrascht. Also. Und hier nochmal, vielleicht auch nochmal, ich will auch nochmal das Arrangement vom Thorsten hier lobend erwähnen, der hier wirklich sehr viel Mühe sich gemacht hat. Ich denke, da werden wir alle hier zustimmen. Also ich wirklich sehr viel Mühe gehabt mit dem Programm und hat es auch
perfekt getimt. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so reibungslos alles funktioniert. Dafür wirklich vielen herzlichen Dank, dafür, dass du es so gut organisiert hast und auch die ganzen Sachen, was du uns alles erzählt hast, die geschichtlichen Daten, fand ich auch sehr, sehr spannend alles. Also ich kann jetzt auch die Geschichte Magdeburg nicht und da hat sich Thorsten auch sehr gut vorbereitet. Und ja, das danke ja, für die Idee. Ja, genau, auf jeden Fall. Also für die letzten Tage. Wir haben bei vielen Dingen festgestellt, wir hatten zu wenig Zeit. Es war für mich das erste Mal, dass ich sowas organisiert habe. Haben aber alle gesagt, die würden nächstes Jahr wiederkommen und es gibt ja noch genug, was wir gar nicht gesehen haben. Ja, also wir haben es leider nicht geschafft, uns die südlichen Stadtteile anzuschauen, Buckau, Salbke und solche Sachen, wo sich auch einiges tut. Wir haben es leider nicht geschafft, mit dem Schiff zu fahren. Wir haben das Schiffshebewerk und die Schleuse nicht geschafft. Ja, also solche Dinge. Wir haben alle gesagt, Elbauenpark, 2 Stunden war viel zu wenig. Da könnte man locker einen ganzen Tag rumbringen. Ja, wir hatten dann doch so maximal 1,5 Stunden im Jahrtausendturm. Alleine da kann man 4-5 Stunden zubringen, wenn man alles in Ruhe ausprobiert, anschaut und so weiter. Also es waren alle begeistert. Ich komme, wenn es zeitlich passt, kommen nächstes Jahr auch alle wieder. Es hat allen gefallen. Ich denke, es hat auch mir persönlich hat es auch sehr gut gefallen. Und ich hoffe, es hat auch der Stadt was gebracht, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden darüber auch in den sozialen Netzwerken und in ihren Blogs darüber berichten. Es ist, ich glaube, eine tolle Werbung für die Stadt gewesen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste dabei.